Was geht YouTube? It's your boy Gelk. Wir sind mal wieder zurück mit einem neuen Horrorspiel zum Wochenende hin. Und es wird gruselig. Es gefällt mir. Dieses Spiel soll wohl richtig geil sein. The Closing Shift. Das ist ein Chillers Art Game. Und es gibt's auf Deutsch. Das feiere ich so arg, wenn es was auf Deutsch gibt. Ich feiere Deutsch einfach. Beste, Bruder, ich bin so doof. Es geht wohl um irgendeine Perle, die in irgendeinem Laden arbeitet. Und es geht wohl um eine Perle, die in irgendeinem Laden arbeitet. Ey, ich will gucken, wie weit ich mit den Horror Games schaffe, in die Trends zu kommen, Jungs. Deswegen, ey, gebt dem Video ein Like. Und damit meine ich nicht dieses, gebt dem Video ein Like, sondern gebt mal wirklich dem Video ein Like. Wäre korrekt auf den. Und wenn ihr wollt, lasst doch gerne einen Sub da, falls ihr es noch nicht längst schon habt und definitiv. Guck mal, der Chat, wir like alles. Oh nein, ein Steinschlag. Ich komme zu spät zur Arbeit. Ich sollte jetzt eigentlich schon auf dem Weg sein. Okay, ich komme zu spät zur Arbeit, Jungs. Wir müssen zur Arbeit. Oh, okay, hier sehe ich wenigstens meine Füße. Das gefällt mir. Oh. Ey, genau so eine Toilette hatten wir in Japan auch. Hat mir richtig gut gefallen mit schönen Sitzheizungen. War richtig gut. Könnte man sich schön sein, Poppes. Noch warten, Maga. Nein, wir sind raus. Raus aus der Wohnung. Könnte man sich schön den Poppes schön aufwärmen. Und das hat mir arg gefallen. Ja, man wohnt hier in diesem Spiel immer an der gleichen Stelle. Magas. Oh, Junge, ich muss sagen, der Wind hört sich schon ultra hart realistisch gerade an. Also for real. Das kommt mir gerade. Woher kommt das? In Japan ist das auch so, es läuft so überall random Musik einfach. Das feiere ich aber, Loki. Ah, ein Handy, gefällt mir. Ah, dieser windige heute so. Okay. Was ist das hier? Warum kann ich hier nichts mitmachen? Was ist dieses Schleimige an den Türen? Hier muss ich gerade nicht durch. Maga, wo muss ich hin? Willst du mich verarschen? What the fuck? Der sucht nach etwas. Entschuldigung. Auf jeden Fall, das sieht natürlich... Wenn man nach etwas sucht, sucht man natürlich genau so. Nachts 3 Uhr auf irgendeinem Parkplatz. Schlechte, gell? Das ist so spooky for no reason. Weißt du, was ich meine? Warum willst du mich mit so einem Scheiß erschrecken? Entschuldigung. Entschuldigung. What the fuck, was ist dein scary face? Hey, suchen Sie etwas? Ich habe das hier gefunden. Ja, damit. Oh, ja, chill mal ein bisschen. Was bist du? Was ist denn so frech? Was war das denn für eine Interaktion, Maga? Ich dachte gerade, er verfolgt mich. Yeah, guys, look. Okay. Er will scheinbar nichts mehr von mir. Du musst, glaube ich, zum Auto. Oh, ich habe einen Führerschein. Gefällt mir, weil in Real Life habe ich auch einen. Jungs, ich bin ehrlich, an jeden von euch, der mindestens schon arbeiten geht und irgendwie Geld verdient, macht euren scheiß Führerschein folgendermaßen. Oh, ich gehe kurz in mein Auto. Ah, gefällt mir. Das ist mein Auto. Schön zur Arbeit fahren. Ich werde hier einen Scheißtrick, werde ich hier warten. Auf gar keinen Fall. Bin ich jetzt bei der Arbeit? Oh, es gefällt mir. Ah, hier habe ich keine Angst, weil hier ist es schön hell. Hier schreckt man sich nicht so oft. Denn es ist schön hell. Jetzt frage ich mich, ist es dunkel, weil es... Ist, oh, gefällt mir. Hier ist es schön ruhig. Naja, hier ist es schön ruhig. Junge, diese Türen gehen hier so ruckartig auf. Ich weiß noch, am Anfang habe ich mich damals, glaube ich, deswegen erschreckt. Okay, soweit so gut. Ja, Mann, ich chill jetzt. Gegenstand wegwerfen. Okay. Ich sollte meine Sachen weglegen und mit Senpai reden. Da haben die mich wirklich zum Cutie Patootie gemacht, Digga, dass ich jemanden Senpai nenne. Ah, Senpai. Hallo, Senpai. Was hat er für ein Gesicht? Ach so.
Ja, ich sollte meine Sachen weglegen. Komm, erstmal, Senpai, Entschuldigung, ich habe mich verspätet. Funahashi-Senpai, sei vorsichtig beim nächsten Mal. Werde ich es dem Manager erzählen. Okay, warum? Es tut mir furchtbar leid. Gomenasai. Ich werde verantwortungsvoller sein. Das reicht aber nicht. Sag mir, dass du dich nicht nochmal verspäten wirst. Oh, er guckt mich nicht mal an, weißt du? Dieser Ernste, so von hinten redende. Hast du verstanden? Oh, okay. Ja, Sir. Ich werde in Zukunft pünktlich sein. Außerdem hast du ein paar Bestellungen vermasselt, nicht wahr? Falls du Probleme mit deiner Bestellung hast, gibt es Tutorial-Videos zum Ansehen für dich. Würdest du mich verarschen? Ich werde mir einen Scheißdreck angucken. Okay, ich schaue sie mir an. Nein. Oh, und noch etwas. Leg dein Handy in den Spind, ey. Willst du mich verarschen? Während der Arbeit wird nicht getextet. Was ist das für ein Arsch? Ja, so. Ja, hat er mich gut zum Senpai gemacht. Maga, wie macht er die Tür auf? Und jetzt nach Hause. Ja, kurz in das Auto, durch das Auto laufen. Feier ich, Funahashi-Senpai, Bruder, du bist der Beste. Mach dir erstmal einen faulen Lenz. So. Ich sollte meine Sachen weglegen, ja. Spind. Okay, ich dachte gerade, jemand klopft an der Tür, aber es kam von mir das Geräusch. Was soll ich damit? Mit den Burno-Discs? Ach, das sind Tatarials, ne? Kaffee, ja, okay. Hier war, okay, Karamell Macchiato ist persönlich mein Favorite an die Leute, die von euch Kaffee trinken. Oh, wir haben schon Kundschaft, das gefällt mir. Hallo, alter Mann. Takashi, er ist einfach nochmal genau gleich. Haben Sie Chillers Kaffee gesagt? In so einem schicken Laden war ich noch nie. Ich fühle mich unwohl. Etwas ist seltsam an diesem Ort. Meine Tochter ist ein Fan von diesem Café und jetzt bin ich hier. Jedoch? Die Getränkeauswahl überlasse ich Ihnen. Oh, ich möchte zwei Getränke. Möchten Sie eine Latte und einen Kaffee? Schön dekaf? Oh, das geht in Ordnung. Es ist hier echt ungemütlich. Margot, willst du mich verarschen? Was ist mit ihm los? Er war gerade noch voll nett. Guck mal, was er sagt. Aber wie können Sie für sowas solche Preise verlangen? Maga, ich kann nichts dafür, dass du fucking broke bist, Homie. Was will der Schwanz? Zettel mit Bestellung. Okay. Machen Sie es so schön muckelig hier und ja, lassen Sie mich einfach nur machen hier mit der Bestellung. Bestellung platzieren. Ich habe jetzt diesen Zettel hier in der Hand. Was soll ich jetzt machen? Jetzt habe ich die. Maga, wo sind denn überhaupt die Getränke, Rinos? Hier. Double Cup. Put it in a double cup. Ey, mal den Shit, Bruder. Nein, wir müssen Tataril angucken, Jungs. Oh, Chibo Arabica muss ich hinten anstellen. Oh nein. Oder bei ihm rein, dieser Kaffee. So, das ist jetzt Kaffee. Das ist richtig mexikanischer Chibo Arabica Kaffee jetzt. Und jetzt bin ich richtig sauer gleich und am Fumen, wenn er gleich sagt, nee, das ist kein Kaffee, weil was ist das denn sonst hier, Maga? Das ist ein Kaffee jetzt. Heißgetränkbecher plus Kaffee. Soll ich ihm nur das Liquid geben oder was? Wie crafte ich das zusammen? So, servierfertiges Getränk. Hier, du Schwanz. Und jetzt soll ich ihm noch den Latte machen oder was? Ach, Zettel mit Bestellung. Jetzt den Zettel mit der Bestellung. Da, auf seinen Kopf. Auf seinen Kopf! Auf seinen Kopf, auf seinen Scheißkopf. Und jetzt noch der Latte. Sorry, wenn sie Latte wollen, müssen sie auch warten. Ansonsten habe ich nur einen in der Box, aber ich weiß nicht, ob sie daran interessiert sind. Heißgetränkbecher, Kaffee plus aufgeschäumte Milch. Das ist doch Latte Macchiato, hätte ich gesagt. Aber locker ist das falsch. Mal gucken, ob es richtig ist. Oh, ja, gefällt mir. Willst du mich verarschen? Muss er nicht irgendwie bezahlen oder sowas? Ciao. Entschuldigen Sie, Sir, Sie müssten noch bezahlen. Ich muss die Kunden bedienen. Maga, der will mich doch verarschen, der hat mich gerade abgerippt. Okay, dann bin ich halt, wenn ich schon mal hier arbeite, kann ich ja mir wohl auch meinen eigenen Dekafen-Kaffee machen. Oh, so weit, so gut. Das scheint recht leer zu sein, der Laden. Ah. Hallo, die Dame. Bis jetzt ist das null gruselig, ich bin ehrlich, das ist einfach nur noch vollkommen dekaf. Haben Sie die Nachrichten gelesen? Es soll verstärkt Stalker geben. Willst du mich verarschen? Ich bin ängstigend. Eine Frau wie ich muss vorsichtig sein. Alle Kerle starren mich immer so an. Also, passen Sie auch auf sich auf. Nun, Sie müssen sich nicht so viele Sorgen machen wie ich.
Aber sie sollten trotzdem auf der Hut sein. Ja, sie sind schon eine ziemliche Bad Bitch, das muss ich zugeben. Einen dunklen Mocha-Chip zu hauen. Halt die Fresse, Magga, nein. Bitte, was will sie von mir? Das war klar, dass von ihr sowas kommen muss. Oder schau auf die Tafel. Oh mein Gott. Hannah, ich küsse dein Herz. Lol. Okay. Sorry, sorry. Okay, es steht die ganze Zeit hier. Chocolate Chip. Boah, zerkleinertes Eis. Kaffee, Milch, Schokoladensauce. Ekelhaft, wer sowas trinkt. Ekelhafte Maggas. Jetzt muss der aber mal nachschlenken, 100%. Also wenn sie jetzt nicht mit der Zunge wirklich an den Poppes geht, dann weiß ich auch nicht. Dann ist sie halt einfach krank drauf. Deckel für Kaltgetränk. Und jetzt auf ihren scheiß Trekkingkopf. Auf den Kopf! Oder, oh, okay, jetzt kommen mehrere Maggas auf einmal. Schulmaggas, nein, Schlägertrupps. Nein, vier Leute auf einmal. Ein Matcha-Kuchen. Willst du mich verarschen? Auf zu schubsen. Ein Salted Caramel Mocha. Dann nehme ich einen Matcha Chilla Cappuccino. Du schaffst deine Getränke nie. Lass uns eins teilen, Alter. Ja, haltet die Fresse, Jungs. Ein Kürbis für Magga? Ja, wahrscheinlich. Wie soll ich mir das merken alles? Achso, das ist der Troll. Die trollen mich gerade. Okay, der eine hat kein Geld. Okay, halt die Schnauze. Ja, halt die Schnauze. Okay, die diskutieren. Ihr denkt ja auch. Denkt ihr, denken, wie ich lese das? Wenn das so ist, möchte ich einen White Mocha. Okay, auch was zu essen? Nein, nur was zu trinken. Blabiblob, ja, halt die Fresse. Magga! Ich soll jetzt aussuchen, was sie nehmen? Ich nehme das Oberste, das sieht einfach aus. Oh, ich glaube, sie haben sich bei der Bestellung vertan. Nun, viel Glück beim nächsten Mal. Okay, whatever. So, Zettel mit Bestellung. Matcha Chilla Cappuccino. Magga, wie macht man ein Matcha Chilla Cappuccino? Hier, bei dir rein, ihr Schwanz. Hier. Oh, jetzt noch eine Bestellung. Alter, das Spiel ist anstrengend. Bitte, das hört gleich auf. Zettel mit Bestellung. Matcha Chiffonkuchen. Oh nein. Hier, bei dir rein, der Matcha Chiffonkuchen. Gut. 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 Bitte, ey. Das ist hoffentlich die letzte Bestellung, diese drei Magas. Kürbiskuchen. So. So, schön hier rein in das Tüte, in das Tütchen. Ja, Tüte-F-mäßig. So, Abflug. Agga, was? Das ist krank. Salted Caramel Mocha, das ist so krank. Praying for better days gerade. Oh, okay. Bruder, fotografisches Gedächtnis, das gefällt mir. Nicht wundern, mein Gedächtnis ist durchaus fotografisch. Amerikanische Waffe. Oh, da habe ich nichts gegen, das ist ja einfach. Das ist durchaus fotografisch. Und schön bei dir rein. Diesmal beim Schnelldurchlauf. So, und die Milch nebenbei wegwerfen. Wollt ihr mich verarschen, Jungs? Wollt ihr mich verarschen? Amerikanische Apfelkuchen. Der Apfelkuchen, ja. Und jetzt... Verpisst euch mal hier mit euren Krusty Slices. Ich habe euch jetzt genug gegeben. Krusty Slices in Aachen. Geht doch, Digga. Magga, ich habe hier Krusty Slices gerade aufgemacht. Alter, so viel haben die bei mir bestellt. Werde ich vielleicht schon die ganze Zeit gestalkt? Oh, ich habe hier eine Kamera, fällt mir ein. So weit, so gut. Keiner hier. Einen schönen guten Tag. Hier ist meine Bestellung. Oh, okay, frech. Ist ein bisschen frech. Latte. Das ist der Stalker, sage ich. Jemand, der so krass ist. Jemand, der sich einfach nur eine Cold Bro Latte holt. Bro, der soll so deep bei dir reingehen. Ich kann das nicht mehr beschreiben, wie deep der bei dir reingehen soll. Piss dich, Abfluch. Okay, er will nochmal labern. Hey, ich bin ein Privatdetektiv. Würdest du mich verarschen? Ist Ihnen irgendwas Verdächtiges aufgefallen? Hey, Bro, würdest du mich verarschen? In letzter Zeit haben sich Belästigungsfälle gehäuft. Ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht was gesehen haben. Rufen Sie mich an, wenn was passieren sollte. Versuchen Sie früher zu schließen, wenn Sie keinen Ärger wollen. Hey, what the fuck? For what, Digga? Ich küsse dein Herz. Willst du mir jetzt drohen? Hört dir der Laden gegenüber? Willst du mich verarschen? Oh.
Würdest du mich verarschen, wo ist die Musik hin? Fege auf den Boden, okay. Okay, kein Ding. Ich weiß noch, hier hinten war ein Feger oder sowas. Ist doch kein Ding. Ich fege auf ein bisschen. Ich fege ein bisschen den Boden. Ja, ist doch kein Thema. Das ist mein Laden. Ich schmeiß den Laden, ich krieg dafür Geld. Ich werde bezahlt. Wir haben gerade geschlossen. Ich mach das eben kurz sauber. Ich werde dafür bezahlt, das ist mein Job. Oh, hier hat jemand auf den Boden gekackt. Dann muss ich das halt eben sauber machen, das ist mein Job. Und ich fühle mich bis jetzt auch nicht beobachtet, deswegen, wie gesagt, das ist mein Job und das ist auch noch nicht... Oh, okay, Respekt, Respekt, danke für den Sub. Danke für den Respekt, Tanakal, ja? Ich ficke jetzt einmal kurz den Boden, das ist doch kein Thema, ist nichts dabei. Oh, hier hinten habt ihr gut Scheiße gemacht, ne? Ich mach das halt hier kurz eben weg. Weil, warum soll ich den Schmutz da lassen? Oh. Zum Fick. Ich hab Angst, ich will mir jetzt nicht in die Hose machen. Was soll ich jetzt machen? Ich hab das Gefühl, ich höre was. Hallo? Was soll ich machen? Willst du mich verarschen? Ich habe irgendwie gerade richtig hardcore krank Angst. Warum sind die Sounds von dem Game weg? Das macht mir richtig Angst, dass hier keine Umgebungsgeräusche sind. Ich drücke gerade so meine Beine zusammen, weil ich Angst habe, mich zu erschrecken. Im Abstellraum ist Stromkasten. Okay, dann ist das halt einfach schlechter Spiel, weil ich habe es nicht gesehen vorhin. Nächste Tür. Bruh. Ich dachte, hier geht's raus. Deswegen bin ich nicht hier reingegangen. Okay, cool, Mann. So hätte ich das auch so in 2 Minuten lösen können, dieses Problem. Ich dachte, ich hätte gerade jemanden gesehen. Warum liegt hier Milch auf dem Boden? Ey, warum gehen die Türen so scheiße plötzlich auf? Oh mein Gott, ich merke gerade, ich liegt Milch auf dem Boden. Das ist nicht normal. Ist mein Stalkhammer gar irgendwie Milch am Horten und am Bunkern? Oh, da hat sich jemand eingeschlossen. Willst du mich verarschen, komm da sofort raus, du Vollidiot. Hat sich da so ein kleines Tauli da in die Ecke gemacht. Okay. Man sollte die Milch zurückstellen. Hä? Alter, dieses Milch zurückstellen war halt wirklich einfach richtig. Schlecht. Und was war das jetzt? Hat jemand Milch auf dem Boden verschmiert jetzt? Oder was ist passiert? Das ist halt ein Film gerade, ich kann nichts drücken. Hä? Warum bin ich in meiner... Bin ich gestorben? Hat er was in meine Milch gepackt? Will er mich verarschen? Oder ist jetzt einfach ein Tag bei der Arbeit vergangen? Wohnung verlassen. 1000 Euro kalt in Berlin. Ja, Mann. Where my car at? Guck mal, jetzt wieder der Magga da. Ich suche wieder was. Aber ich gebe ihm diesmal keine Chance. Ich gehe sofort ins Auto. Zur Arbeit. Tschüssi. Hab doch gesagt, Milch. Und der lacht mich aus. Magga, wer rechnet damit, dass das fucking Milch, dass das einen Story-Einfluss hat? Hallo, Senpai. Ey, ernsthaft? Du bist schon wieder zu spät. Hast du verschlafen? Es tut mir so leid. Komm, Nasai. Nein, nicht. Es tut mir leid. Du sollst gefälligst pünktlich sein. Das ist schon das zweite Mal. Ey, das bockt voll für 9,50 Euro die Stunde, sich sowas anzuhören. Entschuldigung.
Etwas mehr Begeisterung würde gut tun, denkst du nicht? Warum fragst du nicht deine Mutter, ob sie dich wecken kann? Oha, ja. Was geht dich meine Mutter was an? Oha, warum ist er so schnell gekommen, wie schnell er von der Arbeit weg ist? Ich, wenn meine Schicht vorbei ist. Okay, die Tür geht nicht auf. Achso, ich sollte meine Sachen weglegen. Ja, weglegen, ne? Zack. So. Und da kommt schon der erste Kunde wieder. Hallihallo. Sie haben aber einen flotten Gang drauf. Und lustiges Gesicht. Was darf's denn sein? Hier ist meine Bestellung. Kein Thema, komm sofort. Ein Kaffee. Ja. Abfluch. Warum haut er nicht ab? Oh, Alter, der hat mehrere Sachen bestellt. American Scone Caramel Toffee. Ich habe das noch nie in meinem Leben gehört. Oh, was ist denn Kuchen? Gut, das geht aber schnell. Und jetzt verpiss dich, Homie. Abfluch. Marge, willst du mich verarschen? Er hat noch was bestellt? Wie fett kann man sein? Amerikanischer Apfelkuchen. Nochmal Glück gehabt. Das ist schön entspannt. Ups. So. Gefällt mir. Abfluch. Und wenn er jetzt... Was, Maga? Amerikanische Waffel, das ist wirklich... At this point... Kann ich es auch nicht mehr schönreden, Maga. Du bist wirklich fett. Es tut mir leid, dir das mitteilen zu müssen. Jetzt Abfluch, komm. Ah, hey, junge Frau. Vielen Dank. Mhm. Habt ihr da gesehen? Da lief gerade jemand draußen. Haha. Sie sehen beeindruckt aus. Kein Grund, mein Japanisch zu loben. Ich lebe hier bereits seit mehr als 15 Jahren. Hey, junge Frau. Irgendwas stimmt mit diesem Ort nicht. Irgendwas hat dieser Laden. Vielleicht liegt es an dem Kerl da drüben. Hä? Er ist weg. Welcher Kerl? Hä? Habe ich mir wohl nur eingebildet. Wenn sie möglicherweise von Geistern verfolgt? Nun, vielleicht werde ich das. Wie dem auch sei, ich bin spät dran. Ich bin spät dran, also muss ich jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Willst du mich verarschen? Oh, da ist jemand mit so einem Hoodie. Hey, Hoodie Man. A Goodie with a Hoodie. Er kommt in den Laden rein. Er ist ein bisschen am Tweaken, Jungs. Er ist ein wenig am Tweaken. Hi. Cooler Beanie. Coole Mütze. Oh, ohne Reden. Okay. Vanilla Cappuccino. Das ist der Weirdo. Der wird mich wahrscheinlich gleich, ja, misshandeln oder sowas. Guck mal, er haut nicht mal ab. Ah, Junge, wie viele Sachen bestellt der Schwanz? Milch plus Milch. Das ist der Mager, der sich die ganze Milch da auf den Schniepel verteilt hat gestern. Hier Milch, hier einzelne Packung Milch auf deinen Kopf. Hier, Bruder, lass sie dir schmecken. Don't. Willst du mich waschen? Jetzt nochmal Milch. Ich wusste es. Und jetzt nochmal Milch. Nee, jetzt haut er ab. Und wohin gehst du da her, wenn ich mal so fragen schaue? Ich darf hier nicht raus, ich muss die Kunden bedienen. Maga, wo geht der hin? Der verteilt die ganze Milch da hinten. Entschuldigen Sie, Sir. Sie dürfen diese Milch da nicht verteilen. Oh, noch ein Kunde direkt. Er ist low-key cute. Hi, du bist süß. Kann ich deine Nummer haben? Oha, show ya, Playboy. Guck mal, wie er jetzt wegrennt. Schön die Milch auf dem Boden verschmiert und jetzt weg. So, wollen Sie was bestellen? Dein Herz. Ich denke, ich richte mich nach deiner Empfehlung. Wie heißt du? Sag mir deinen Namen. Okay, da will ich ihm... Okay, ich will scheinbar nichts von Shoya. Shoya, lass mich in Ruhe. Ich sehe echt gut aus, nicht wahr?
Da würde es mir auch die Sprache verschlagen. In dieser Gegend bin ich echt beliebt. Mugger ist der Playboy. Jetzt ist deine Chance, Stern. Gib ihm falsche Handynummer. Verpiss dich dort. Ich danke, ich werde auf jeden Fall anrufen. Viel Glück, Vollidiot. Und schön nochmal die Milch verteilen. Und noch eine Bestellung, Willer, wie frech. Caramel Macchiato. Nein, ich hätte ihm den Kuchen geben sollen, er hat sich verpisst. Freshe Leute, die so hübsch sind, die trinken Heißgetränke. So Fettsäcke so. Und ugly Muggers, die trinken so diese kalten. Checkt ihr, was ich meine? Oh, er sitzt hier. Ich hoffe mal, dass er mich nicht anruft, während ich auf Arbeit bin. Das wäre natürlich peinlich. Oh, rein, Show, ja, man sieht sich. Oh, okay. Scheinbar doch nicht. Show, ja. Okay. Hab jetzt schon 30 Mal auf die Cam geguckt und es war noch nie irgendwas Hasses. Alter, ich hab mich erschrocken. Bring den Müll raus und mach die Tische sauber. Okay. Ich dachte gerade, was liegt da? Ich dachte, da liegt eine Leiche. Kann ich auch mehrere Müllis auf einmal mitnehmen? Oh ja, Mann. Gefällt mir übelst. So, schön hier den belichteten Weg nehmen. Moinsen. Okay, ich kann leider nicht zu diesem komischen Wagen gehen, der mich wahrscheinlich gleich einpackt und mitnimmt. Der Wagen wird mich wahrscheinlich gleich entführen. Er wird mich vermutlich gleich entführen. Jetzt vielleicht auf der Cam? Nö. Einmal den Putzlappen einmal drüber wischen mit dem Putzlappen. Mit dem Putzlappen einmal über die Tische gehen. Ein Putzlappen. Einmal über die Tische gehen. Aber über die Tische. Was liegt hier? Willst du mich waschen? Der hat ein Foto von mir gemacht? Willst du mich waschen? Nein, der hat seine ganze Milch hier versprayt. Safe war er das. Ganze Milch liegt da in der Ecke. Lilch. Hier saß doch noch nicht mal einer. Wie kann das hier dreckig sein? Putzlappen. Gefällt mir. Schon wieder einen Arbeitstag geschafft. Noch lauter am besten. Oh, heute ist Samstagabend. Alle wollen weg. Ich werde gestalkt. Ich habe also einen Stalker. Das heißt, jemand mag mich. Naja, kein Wunder. Alter! Boah, davon will ich kurz einen Clip sehen. Das hat mich jetzt interessiert. Also kann einer Clip machen? Junge, ich hab mich so erschrocken gerade. Ich weiß nicht, ich kann nicht beschreiben, warum. Das hat mich richtig out of nowhere gecatcht. Ey, die ist sogar mit Kind unterwegs. Passen Sie doch auf, wo Sie hingehen. Jesus, die Jugend von heute. Die rennt einfach so vor meine Fresse. Digga, mit ihrem scheiß Baby. Maga, was ist das für ein Baby? Wie sieht dieses Baby aus? Abfluch. Nice, erstmal aus der POV des Stalkers. Es geht wieder rein in die Schicht. Ne, alles gut, wir haben den Clip schon gesehen. Hallo meine lieben Freunde, wir sind mal wieder back auf der Shift. Natürlich wieder mit Samper, ich sag mal reden. Er wieder,
Junge. Oh, das reicht mit dir. Ich werde dich bald kündigen. Heute ist deine erste Schlussschicht, okay? Ich habe eine Frage. Kommen nachts seltsame Kunden? Nee, überhaupt nicht. Voll normal. Ja, manchmal schon. Lass dich von ihnen nicht ablenken. Konzentrier dich auf deine Arbeit. Es gibt eine Menge zu tun. Also ich fürchte... Achso, das sage ich gerade. Also ich fürchte, jemand stalkt mich. Haha, du willst mir weismachen, dass jemand an einer wie dir interessiert ist? Korrekt. Ich komme dir zur Hilfe geflogen, wenn das passiert. Wie er jetzt wieder wegrennt. Ich, wenn ich auch nur eine Minute zu lange gearbeitet habe. Oder raus da. Es wird nicht umsonst gearbeitet, Jungs. Warum muss ich mir mein Handy abgeben? So unkorrekt. Mina! Mina-san! Nein, eine Mädelsgruppe. Hey, bitte mobbt mich nicht. Sorry, ich gehe auf Toilette. Kannst du ein Macchiato für mich bestellen? Ich weiß jetzt schon, dass das die Oberbitches der Schule sind. Okay, ich nehme eine Zimtschnecke, Churros und einen Becher Kaffee mit Schlagsahne, bitte. Du willst so viel essen? Kein Wunder, dass du so dick geworden bist. Oh. Zahlt ihr getrennt? Zusammen ist okay. Und ich nehme einen Matcha Chilo Cappuccino. Was? Ein Chilo Cappuccino? Das kann nicht dein Ernst sein. Hast du eine Ahnung, wie kalt es ist? Ich will es überleben. Was wollte Mari nochmal? Wollte sie nicht ein Macchiato? Yeah, guys, du meinst ein Chilo Cappuccino? Sie wird sich noch erkälten. Nein, wird sie nicht. Weißt du, mir würde es nichts ausmachen, aber Mari schon. Du hast nicht mitbekommen, was ich vorhin gesagt habe, oder? Was mitbekommen? Ein Caramel Macchiato, heiß bitte. Alles klar. Ein Caramel Macchiato, was labern die eigentlich? So, auf deinen Kopf. So, hier haben wir schon die erste Bestellung. Vielen Dank. Bären Sie uns bitte bald wieder. Erdbeersahne-Rolle, okay. Boah, und jetzt heftigst bei dir rein. Tut mir leid, aber heftigst. So, Abfluchmädels, komm. Zumachen jetzt den Sack. Die haben auf jeden Fall gut rausgefunden, wie man ein Spiel stretchen kann, diese Spielentwickler. Die warten gerade, dass diese 2 Stunden Spiel Steam-Rückgabezeit vorbeigeht. Mayumi, hey! Was gibt's, Mayumi? Der Typ heute im Bus sah echt gruselig aus, oder? Redet ihr mit mir? Achso, nee. Ja, zum Glück sind wir woanders ausgestiegen. Cooles Gesicht, Bro. Wer weiß, vielleicht hat er uns was angetan. Latte bitte. Eine Latte. Das macht 370 Yen. 370 Yen, also 4, 5, 6, 7 und nochmal 100 Yen. 1, 2, hoch. 2 mal 100 Yen, dann 200. Halt die Fresse, Bro. Wenn du kein Geld für eine Latte hast, dann musst du leider einen Abflug machen. Ich zahle den Rest. Wie ehrenvoll. Aber... Sei stets ein barmherziger Samariter. Das hat mir mein Vater immer gesagt. Es ist kalt heute. Holen Sie sich also was Warmes, ja? Er ist so fresh, ne? Für jemanden wie mich? Nicht der Rede wert. Gott sei Dank. Ach, übrigens, haben Sie in letzter Zeit irgendwelche Geister gesehen? Ja, voll normales Gespräch. Nein. Verstehe, dann wird Ihnen nichts passieren. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Muss der Stress der Armut sein. Du bist der Beste, Akira. Haha, kapiert? Entschuldigung. Ich nehme eine Vanille-Latte. Die gehen da jetzt mit dem... Junge, wie schnell sind die Mädels unterwegs? Mädels, chill mal ein bisschen. Piss dich. Nimm dein Latte, Bro, und verpiss dich. Es war noch nicht einmal jemand am Display und jetzt will er wieder seine Karamell-Scheiße da, Bruder. Du jetzt bitte auch einmal verpissen. Und bitte jetzt ein bisschen Action. Er schaut Cam, wenn Stalker bestellt. Stark. Ich kann ja auch riechen, wer der Stalker ist. Ja, Schwanz. Er ist der Stalker vor dir. Woher soll ich denn wissen, dass es der Stalker ist? Also nur weil er jetzt 2-mal oder so da war? Aber der ist doch voll normalmäßig. Ich dachte, der Stalker wäre der Typ, der sich letztens 7-mal Milch geholt hat. Weil soweit scheint der Typ mir noch recht in Ordnung. Putzlappend.
Den kennen einige wahrscheinlich von euch, weil ihr einige von euch wahrscheinlich selber so ein kleiner Putzlappen seid. Schiebt dem Stalker mal ganz langsam einen Besen ein. Definitiv. Ich werde halt kaum gestalkt. Soweit, ey, die drei Mädels sind aber Ferkel gewesen. Gaffe. Dem Stalker mit dem Putzlappen ein Wasserbrett, einer Wasserbrett-Session unterziehen. Hallo? Irgendwie vibriert mein ganzes Headset gerade. Was soll ich jetzt machen? Geh hin? Wollt ihr mich verarschen, Jungs? Wir gehen jetzt hin. Auf diese lockere, aber... Keiner da. Wollt ihr mich verarschen? Wo ist der kleine Schwanz hin? Wie geht das aus, Mann? Das macht mir voll Angst, das Geräusch. Macht das scheiß Geräusch aus. Okay, ich rush da jetzt einfach bis nach hinten durch. Ich sehe hier halt nichts, da ist halt schwarz in der Ecke. Okay. Hä? Mann, mach das aus! Oh, der Tag, an dem wir uns das erste Mal trafen, ja, bei Chillers. Da hat sie mich angelächelt wie eine Blume. Nur an sie zu denken, lässt mein Herz schneller schlagen. So etwas habe ich noch nie gefühlt. Ich frage mich, ob sie auch anderen ein Lächeln auf die Lippen zaubert, so wie sie es bei mir tut. Magga, da haben die einmal diesen kleinen, keine Ahnung, dieses vollgewichste Toilettenpapier da an diese Drive-In-Scheiße geklebt und denken, ich komme davon selber drauf. Wollt ihr mich verarschen? Was ist das für ein Spiel? Wollt ihr mich verarschen? Der Typ ist übrigens krank. Er hat sich aber einen kleinen Erdbeer-Churro gegönnt. Seht ihr diesen kleinen Erdbeer-Churro da oder ist das ein Hard Dog? Da lag auf jeden Fall ein Würstchen. Einer klingelt bei mir, willst du mich verarschen? Noch warten. Ich kenne sie am besten. Vielleicht nicht so gut wie deine Mutter und dein Vater. Aber schon bald werde ich die Nummer 1 sein. Sie sprach mit mir. Sie hat extra mein Handy aufgehoben, um es mir zu geben. Ich wusste, sie fühlte genauso, wie ich es tat. Wir sind verliebt. Heute ist unser Jahrestag. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Kann ich die Polizei rufen? Natürlich nicht. Ja, okay, komm. Ich muss mich erschrecken lassen von diesem Dulli. Ich hab echt Angst, mich in diesem Spiel umzudrehen. Ich bin ehrlich. Jetzt gleich kommt wieder irgendwo ein Jumpscare um irgendeine Ecke. Oh, ich bin gleich beim Auto. Oh, gechillt. Jetzt bin ich erstmal safe. Da wisst ihr, beim Auto ist man... Oh nein, mein Auto ist Schrott. Das Auto springt nicht an. Ich brauche einen Retter in Not. Ich muss den Bus nehmen. Willst du mich verarschen? Ey, kurze Frage. Willst du mich verarschen? Dass man auch in diesem Spiel nichts sieht. Ich
Okay, hier geht's wahrscheinlich nicht lang, oder? Komm, ich verschwende meine Zeit. Hey, never mind. Gut. Oh ja, klar. Geile Bushaltestelle. Ist auf jeden Fall gut besucht. Auf den Bus warten. Jetzt kommt gleich einer vorbei. Hallo? Wartest du auch auf dem Bus? Oh, im Bus sein. Gefällt mir. Aber nicht nach hinten gucken, das ist ein bisschen frech. Funktioniert nicht, nach hinten gucken. Oh. Jetzt kommt der Stalker-Mager rein. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Warum schlägt mein Herz jetzt? Was juckt mich der Typ hier? Servus. Okay, hab mir jetzt nur einmal ein kleines Side-Eye gegeben. Juckt doch nicht. Und jetzt kommt noch einer rein? Ne, jetzt bin ich da. Mein Ohr. Mein Ohr, Bro, was denn macht ihr mit mir? Ist das normal? Jetzt wieder mit dem Senpai-Sensei reden. Ja. Oh, Senpai ist diesmal nicht da. Senpai? Senpai! Senpai! Oh, Senpai, was hast du mit ihm gemacht? Senpai! Senpai? Ah! Junge, wie schlecht. Was war das für ein Geräusch? Gott. Scheiße, hast du mich erschrocken. Lass mich in Ruhe, wenn ich auf der Toilette bin. Gott verdammt. Mach dich an die Arbeit. Junge, warum rennt der so schlecht immer weg? Was geht? Mach das Auto am nächsten Mal am besten noch lauter. Oh, ich kann nicht mehr diese ganzen Kaffees, Bruder. Das macht gar keinen Bock, die ganze Zeit zu machen. So, bitte Autospiel weg. Ich hätte gerne eine Matcha Latte. Und eine von diesen Waffeln nehme ich auch. Ein Matcha Latte und eine Waffel. Genau, der Matcha Latte und die Waffeln sind hier köstlich. Die beiden nehme ich immer. Freut mich, dass es ihnen schmeckt. Nein, ich danke ihnen dafür, dass sie ihn anbieten. Mein Sohn mag sie auch. Er ist ein kranker Stalker, er verfolgt sie seit mehreren Wochen. Eventuell entführt er dich bald. Sind sie alleine? Ich gebe ihnen das hier, wenn sie möchten. Dieses Rosenkranzarmband soll das Böse abhalten. Sie sollten es behalten. Ich habe es von einer Werbesendung im Fernsehen gekauft. Sie haben es in höchsten Tönen gelobt. Können Sie das glauben? Für nur 9.900 Yen. Bei dir rein. Okay, ja, komm, bei dir rein. Halt mal die Fresse jetzt. So, hier, komm. Danke für das Armband. Rock ich wahrscheinlich nicht, aber okay. Okay, gleich hänge ich wirklich diesen Job an den Nagel, Dicker. Stalker ist wahrscheinlich wieder nicht am Start. Nee. Maga, die lassen sich auch so 3 Stunden Zeit beim Reinkommen. Tschüss. Bad. Das ist eine Bad Bitch. Muss man diesmal auch mal zugeben. Nach all denen, die davor da waren. Schwester, du bist echt süß. Kann es sein, dass du ein Model bist oder so? Ach, halt die Fresse. Ich kann mir dieses Gelaber nicht mehr anhören. Ja, hier. Gib mir einfach deinen scheiß Kaffee. So, Abfluch. Nackter Typ kommt einfach rein. Servus. Ich meine, es schneit ja auch nur draußen, ne? Ey. Ey. Ey, ey. Dieser Move auch, Bruder. Ich küsse dein Herz. Hey, hey. Es ist echt heiß heute. Ich nehme einen Caramel Chilla Cappuccino. Das ist dieser Mager. Kennt ihr diesen Mager, der bei Tankstelle tanzt? Kennt ihr diesen einen Tankstellenverkäufer, der so tanzt? Lausi, machst du einen Spagat? Rosie, Tankstellenverkäufer. Entschuldigen Sie mich, Sir. Können Sie sich bitte was anziehen und keine Szene machen? Kommen Sie schon. Ich bleibe nicht lange. Nein, das ist nicht legal, oder? Wäre es nicht ein Desaster, wenn sich ein Kunde erkältet? Wäre es nicht ein Desaster, wenn sich ein Kunde erkälten würde? Ich gönne ihm irgendwie, Loki. Was, was? Machen Sie sich Sorgen um mich? Danke. Oh, es ist heiß heute. Es ist kalt draußen. Wir haben minus 1 Grad Celsius. Was? Ist es im einstelligen Bereich?
Es wird noch kälter. Jetzt? Meine Kleidung ist zu Hause. Dann sollen sie nach Hause gehen. Oh, geil. Ich muss ihm seine scheiß Bestellung nicht geben. So, putz die Toilette und bring den Müll raus. So, Müll. Toilette. So, erstmal die Toy-Toy putzen. So. Gefällt mir. Müll weggeschmissen. Was muss ich noch machen? Eine Sache muss ich noch machen. Ich hab doch die Toy-Toy-Toilette komplett sauber gemacht. Toilettenpapier ist alle. Nein! Klopapier! Und sie schrien nach Klopapier. Klopapier. Und schrien nach... Und dann kam der Sechste. Der die Scheiße verpetzte. Verpetzte. Er hat sie bei der Lehrerin verpetzt, die Scheiße. Die Scheiße hat dann Anschiss vom Lehrer gekriegt. Oh. Gefällt mir. Dark Mode. Was ist das hier für ein Dark Mode, der hier aktiviert wurde? Oh. What the fuck? Was soll ich machen? Lassen Sie mich in Frieden! Zettel mit einer Bestellung, Latte. So, Kaffee? Milch? Milch aufschäumen? Schau mal hier, wie viel Zeit habe ich noch? Nein! Ich schaff's nicht! Oh, ich hab's geschafft. Noch einer, willst du mich verarschen? Noch eine Latte? Latte! Unendlich Latten! Okay, fuck, Jungs. Oh, gleichzeitig, gefällt mir. Milch. Nein, Sojamilch. Normale Milch. Aufgeschäumte Milch. Da drauf. Aufgeschäumte Milch. Da rein. So, 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 so. So, so. Milch kann. So, Milch. So, da rein. Wie viel Zeit? Nein, 10 Sekunden! So, so, so. Oh, 10 Sekunden oder so noch. So, auf deinen Kopf. Auf deinen Kopf. Auf deinen Kopf. Nein! Was soll ich machen? Das war doch schon voll schnell! Willst du mich verarschen? Der Typ furzt. Wollt ihr mich verarschen? Hier ist auch zu. Die geht auch nicht. Guck mal hier, ich stehe vor der Tür, die geht nicht mehr auf. Die geht nicht mehr auf. Magga, hier sind nicht mehr Türen. Und da kam der... Was war das für eine Scheiße? Noch ein Tag. Vielleicht wird's jetzt mal gruselig. Ich bin Loki in a bad bitch. Kann ich Loki verstehen, dass ich gestalkt werde? Ich mach sogar im Schlaf Kaffee. Direkt rausgehen, mir scheißegal. Sirs. Ich verlasse jetzt meine Wohnung. Oh. Sind das meine eigenen Steps? Oh, nein, sind's nicht. Maga verfolgt mich. Willst du mich verarschen?
kannst mich verarschen. Zur Arbeit fahren? Okay, wir sind wieder bei der Arbeit. Alles safe, Mann. Alter, das Spiel geht aber echt fucking lang, ey. Da haben die wirklich sich was bei gedacht. Wo ist mein Senpai diesmal wieder? Hä? Warum sind meine Sachen schon drin? Irgendwas geht hier vor sich. Meine Vermutungen haben also gestimmt. Ich bin froh, dass sie mich kontaktiert haben. Es wird nichts bringen, die Polizei zu rufen. Die kümmern sich um nichts, um sich Arbeit zu sparen. Darum gibt's Leute wie mich. Ich werde mich einmal umsehen, ob ich was finden kann. Danke, Opa-san. Bitte kein Karamell-Wichser Macchiato mehr, bitte. Kann nicht mehr. Karamell-Jacks Macchiato. Macchiato. Nein. Bitte nicht. Bei mir bestellen. Und jetzt verpisst euch, ihr Scheiß. Sorry, ich sag's jetzt einmal. Bitches. Scheiß Bitches. Bitches. Hat der Propa da draußen mal so langsam was gefunden? Der Propa, der Gaming-Opa? Ride on time. Nein, da ist wieder diese Frau, die vorhin so frech zu mir war. Hey. Oh, das scheiß Baby Holt. Cool. Freut mich. Oh, da ist gar kein Baby drin. Willst du mich verarschen? Never mind. Sie kommt einfach, Holt, holt sich einen Kaffee und verpisst sich. Oh. Dicker auf. So. Hey. Reparieren Sie momentan die Antenne des Ladens? Antenne? Nein, Ma'am. Warum? Da war jemand oben auf dem Dach. Ist doch Baba. Sollte sich niemand auf dem Dach befinden. Es könnte der Detektiv, ja, blablabla. Vielleicht sollte ich, war vielleicht nur meine Einbildung. Jede Maus, da mein Getränk bitte. Habe ich dir auch gegeben, du Schwanz. Ich möchte jetzt gerne auf das Dach gucken. Kann ich, ah, hier war eine Leiter. Cool. Kann ich nicht benutzen. Okay, nehme die Leiter, ja. Habe ich. Wo stelle ich die Drecksleiter hin, Homie? Hochklettern, ja. Und jetzt poke ich da so raus und seine Fresse ist direkt vor meiner. Manga, soll ich hier Suicide begehen, nachdem ich hier gerade 10 Stunden in dieser Matrix gefangen war? Oder was wollen die hier von diesem... Was wollen die in diesem Dreckspiel hier noch von mir? Was ist mit dieser Öffnung da? Ich dachte, da komme ich raus. Runtergehen. Achso, ich habe keinen gesehen, jetzt gehe ich wieder runter. Mäßig. Würden Sie mich verarschen, was ist hier los? Milch? Eine Banane? Kaffee? Ein Apfel? Würden Sie mich verarschen? Gefällt mir. Schnell, ich muss das Kaffee schließen. Ja, ich sehe hier halt nichts. Wie? Kaffee schließen? Ach so, sind das Fotos von mir? Nein. Nein. Fotos von mir. Tür aufschließen, ja. Außenrum gehen. Offen geschlossen Schild, ja, wie schließe ich das 0 von 16? Das, soll ich das alles mit nach Hause nehmen oder was wollen die von mir? Jetzt bei der Kamera mal gucken. Wieder keiner da. Die Kamera ist wirklich heute nur zum Spaß da, Digga. Ich küsse ihren jetzt. Inventur. Geld nehmen. Eins von 16. Soll ich das jetzt 16 Mal machen?
Oder soll ich das alles in Müll... Ah, altes Gebäck kommt in den Müll jetzt. Jetzt alles in Müll schmeißen. Checke. Warum steht hier noch ein Auto? Willst du mich verarschen? Ist hier auf dem Dach jemand? Okay, Respekt. Jetzt kommt locker was Krankes, oder? What the fuck? Willst du mich verarschen? Verpiss dich, du Vollidiot. Ich brauch sofort mein Handy. Mein Handy ist nicht. Wo sind meine Sachen? Willst du mich verarschen? Schraubenzieher. Und jetzt? Verstecken und den umbringen? Cooler Furz. Er ist nicht mehr an der Tür. Hintenrum raus? Ah. Maga, was sind das für Geräusche? Willst du mich verarschen? Das ist doch wohl verarscht jetzt. Ja, hier komm. Guten Morgen. Okay, ich habe eine Schraube hier. Muss ich jetzt Assassin's Creed vom Dach auf ihn machen? Leiter. Wo kommt nochmal die Leiter hin? Leiter platzieren. Tschüss. Oh, cool. Der Detektiv. Ich würde es zu Ende bringen, Detektiv. Mach dir keinen Kopf. Soll ich den Schraubenzieher einfach auf seinen Kopf fallen lassen oder was wollen die jetzt von mir? Leute, wo ist er? Ziegelstein fallen lassen. Ich hab doch gar keinen. Ah. Gefällt mir. Ziegelstein. Stein. Oh, ich dachte gerade, er hat's überlebt. Ja, und jetzt? Also wenn das Spiel jetzt vorbei ist, ist es Top 10 schlechteste Horror-Games, die ich gespielt habe. Ich habe einen Mann getötet. Als ich den Ziegelstein aufnahm, sah der Mann mich direkt an. Ich dachte, er würde irgendwie reinkommen und mich töten, wenn ich den Ziegelstein nicht fand. Nice try. Er sah furchterregend aus. Ich kannte ihn nicht einmal. Warum hat er... Ich hatte keine Wahl. Ich wollte ihn nicht töten. Ich hatte Angst. Ich bin zur Polizei gerannt. Ich habe der Polizei alles erzählt, was ich wusste. Dann haben sie mich dahin mitgenommen, wo es geschehen ist. Und der Mann war verschwunden. Es war niemand mehr da. Die Polizei begleitete mich nach Hause und sagte mir, ich solle den Rest ihnen überlassen. Danach sind sie den Tatort untersuchen gegangen. Es ist vorbei. Nachdem, was alles passiert ist, bin ich erschöpft. Jetzt will ich mich erstmal in Ruhe zu Hause erholen. Jetzt ist er bei mir zu Hause. Hä? Mit dem Kabel stimmt wieder was nicht, willst du mich verarschen? Ich sollte den Besitzer anrufen. Kaffee? Fernbedienung? Dekaf? Wo ist mein Handy? Okay, ich muss raus. Willst du mich verarschen? Was ist das hier für ein Aufkrampfgrusel noch? Der Typ lebt jetzt noch, nachdem er diesen Ziegelstein auf seinen Kopf getockert gekriegt hat. In meinem Auto? Ach lol, das ist doch sein Bus. Sein Misshandlerbus. Oder nicht? Wofür habe ich den Schraubenschlüssel? Stimmt, ich habe noch den Schraubenzieher. Soll ich seinen Reifen platt machen?
chillt jetzt bei mir in der Wohnung irgendwo. Klaut mir mein Navi aus dem Auto, will er mich verarschen? Gut, dass ich ein Handy habe und das irgendwie nie benutzen kann in diesem Spiel. So. Wieder reingehen, bei dir rein. Okay. Willst du mich verarschen? Was ist hier los? Nein! Er ist in meinem Schrank! What the fuck? Willst du mich verarschen? Wofür habe ich jetzt einen Schraubenzieher gehabt? Also Respekt. Guck mal, wie viel Zeit haben wir für das Spiel gebraucht? 2,2 Stunden. Diese extra 30 Minuten, die dieses Spiel hatte, haben die einfach nur gemacht, damit ich es jetzt nicht zurückgeben kann. Und das ist so unnötig, weil das hat das Spiel voll gekillt. Abonniert den Kanal. Wir spielen nächstes Mal wieder bessere Games. Mädels, pass auf. Jungs natürlich auch. Da draußen gibt es kranke Stalker. Passt immer auf euch auf. Keine zu privaten Sachen im Internet teilen. Wenn jemand nicht richtig gut kennt, in diesem Sinne, lasst ein Abo, Like. Bin ich.